So, willkommen zurück zu Tales of Hesperia. Wir haben ja eben das Gespräch der Hunting Blades hier belauscht. Oh, was ist Gespräch? Wir haben sie eigentlich nur gesehen. Und Carol hat uns ein paar Sachen darüber erzählt. Da kommen sie nämlich auch noch mit. Und wir haben wohl erfahren, dass die Hunting Blades normalerweise nicht in Gruppen laufen und arbeiten. Sehr seltsam, was hier vorgeht. Was wollen die hier? Das gilt es herauszufinden, obwohl Yuri ja eigentlich nicht unbedingt sich mit denen anlegen möchte. Er möchte ja lieber in Ruhe die Blutallianz suchen. The Blood Alliance. Oh, Paralyzed Bottle. Schön, was man nicht alles so in den Regalen findet. Oh, hier steht sogar eine Truhe. Life Bottle, davon habe ich leider schon genug. Okay, dann machen wir uns mal weiter. Was gibt's denn hier noch zu holen? Ah, in die Tür komme ich nicht rein. Schade. Okay, dann machen wir uns jetzt mal auf den Rückweg. Oder kam ich da rein? War ich da schon drin? Nee, da komme ich nicht rein. Gut, also mehr scheint es hier nicht zu geben. Hä? Hä? Bin ich in einen Gegner reingelaufen? Ach so, jetzt ist ein Tutorial. Ich wollte gerade sagen, hier war doch gerade gar kein Gegner. Okay, ich denke, ich versuche das einmal. That thing, also dieses Ding, diesen Fatal Strike, diese Fatal Strike Sache. Du kannst nicht einfach imitieren, was du eben gerade gesehen hast. Oh Gott, ich hoffe, das klappt. Hey, ich wäre nicht der, wenn ich, der ich bin, wenn ich es nicht probieren würde. Wie ging das noch einmal? Als erstes musst du einen normalen Angriff ausführen. Oder als erstes attackierst du den Gegner und bringst ihn aus der Balance. Alright. Alright, Add an attack and prepare for the fatal strike. Okay, also ich soll jetzt angreifen. Ah, das kommt dann. I see it. Huh? See what? I see, ich sehe, wie mein Gegner, wann ich meinen Gegner angreifen muss. Press RT to trigger a fatal strike. Okay, auf RT hau ich ihn dann halt den Kopf ab, wie es scheint. Das ist der Fatal Strike. Yuri, das war unglaublich. Na, ich habe nur kopiert, was ich gerade gesehen habe. Ich glaube nicht, dass das eine Art von, ich glaube nicht, dass es einfach nur kopiert war. Naja, du brauchst ein bisschen Übung. Aber es ist nicht sonderlich schwer. Glaubst du, du kannst es auch machen, wenn du es einfach nur bei mir gesehen hast? Oder glaubst du, du kannst es auch, nachdem du es bei mir gesehen hast? Keine Chance! Man muss ein wirklich gut trainierter Swordsman sein, oder Schwertkämpfer sein, um sowas zu können. Ich weiß. Aber Carol, du bist nicht so schlecht, wie du dich selber machst. Glaub mir. Ich bin nicht schlecht, oder bin ich nicht? Du auch, Estelle. Wirklich? Okay, lasst uns loslegen. The amount of XP, LP, as well as items drop rates increases when you defeat an enemy with the Fatal Strike. Okay, also XP und man kriegt mehr XP, wenn man einen Gegner mit einem Fatal Strike auseinander nimmt. Ebenso die Items nehmen zu. Okay, dann au. Na toll, voll ins Leere. Dann schauen wir doch mal, ob ich das gleich nochmal hinkriege beim nächsten Gegner. Okay, der ist hinüber. That was fun. Yuri, you're awesome. So geht das also. Also man muss... Okay, und eine neue Seite im Battlebook. Man muss also den Gegner aus der Balance bringen. Ich denke, ich weiß schon, wie ich das machen kann. So, und hier haben wir direkt wieder unser Häuschen mit dem Warp Portal. Tudum. So, und jetzt denke ich, muss ich eigentlich einfach nur nach rechts, oder? Move forward, move right. Jetzt gehe ich mal hier rechts rüber, denn da sehe ich eine Kiste. Und einen dicken Gegner. So, und eine neue Waffe. Gut, dass ich hier hingegangen bin. Eine neue Waffe für Yuri. Meine Physical Defense geht ein bisschen runter. Aber... dafür steigt meine... Oh, mein Angriff enorm. Aber die setze ich gleich erst ein. Denn ihr seht ja, mein XP-Share
das ist noch nicht voll trainiert. Also Yuri beherrscht diese Technik noch nicht. Und um die zu beherrschen, muss ich noch ein paar Kämpfe machen. Wahrscheinlich so 2, 3. Dann dürfte der Skill gelernt sein. Und dann kann ich die neue Waffe anlegen. Das heißt, ich sollte mal eben schnell ein paar Kämpfchen machen, um die drauf zu haben. Ist gar nicht so leicht, den Gegner so einfach aus der Balance zu bringen. Vor allem, wenn man es versucht, gezielt zu machen. So, da kommen wir nicht rein. Was haben wir denn hier? Da kann ich auch nichts aktivieren. Ach, da. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn hier jetzt wieder runter? Irgendwie muss ich hier doch wegkommen. Okay, also können wir direkt wieder rein ins Haus und noch einmal den Teleporter benutzen. Der ist ja auch noch markiert. Ja, move forward. Da landen wir natürlich auch fast direkt im nächsten Gegner drin. Komm her hier. Dich puste ich auch nochmal schnell aus den Latschen. Au. Au. So, jetzt bin ich wirklich komplett auf Null mit meinem TP. Das heißt, ich kann auch erstmal den Gegner nicht wirklich... Und... Ah doch, kann ich doch aus der Balance bringen. Ich muss sagen, das mit dem Fatal Strike gefällt mir echt gut. Damit kann man sich schnell einem Gegner entledigen. Na komm. Der kann doch nicht ewig in der Defense hängen. Okay, und der letzte. Und ein neuer Skill für Estelle und Repeat. Das heißt, jetzt müsste ich auch gleich ein Mine lernen. Ja, noch wahrscheinlich... Oh, noch immer so 1 bis 2 Kämpfe. Na, ich hoffe mal, dass ich die noch rechtzeitig lerne, bevor der nächste Bossgegner kommt. Denn XP-Share ist, glaube ich, ein recht wichtiges Item gewesen. Oder ein recht wichtiger Skill. Denn der sorgt dafür, dass... ja, alle meine Teamkollegen, die nicht im Kampf vertreten sind, die gleiche Menge XP bekommen, wie die, die kämpfen. Das ist extrem geil. Na, immer noch nicht. Wie viel fehlt denn noch? Ja, das bewegt sich ja kaum vorwärts. Mein Gott, was geben denn die Viecher hier für wenig XP? So, was haben wir denn hier? Nichts Großartiges. War ich hier schon mal? Das sieht so aus wie ein Haus, wo ich schon mal war. Oder? Ah, obtain Password Clues 3. Okay, jetzt haben wir schon das dritte Teil des Passworts, aber dann fehlt noch immer eins. Oh, und eine neue Rüstung. Wer kann sie tragen? Lamella? Jawohl, ich kann sie. Also Yuri kann sie tragen. Und dann gucken wir mal, ob Carol dagegen die Shane Mold gebrauchen. Yo, aber sowas von kann er die gebrauchen. Das ist ja wunderbar, was man hier für Items kriegt. Das ist... Oh, Estelle, the Historian. Wow, these buildings are from the late Elikazm civilization. It must be a very old town. You seem to know a lot about these things. As always. It's such a shame they just let this city fall apart like this. Do you really think we're in any position to be sightseeing around this moldy old city? We do have things we need to be doing. Then shouldn't we be focusing on them instead of this little tour? Oh, wow! That round roof is using the Leon method first developed by Emperor Heliorus IV. But I guess we should do something about that first. Yeah. Ja, Estelle schweift mal wieder gerne ein wenig ab. Aber die Frau kommt nun mal nicht so oft so aus ihren Schlösschen heraus. Die freut sich über alles, was sie sieht. Okay, und mehr gibt's hier scheinbar auch nicht zu holen. Naja, immerhin eine gute Rüstung. Oh, und hi, du bist ja auch schon wieder da. Dann verhauen wir dich doch direkt wieder. Ah, da habe ich nicht schnell genug reagiert. Da hätte ich ihn gerade mit einem Fatal Strike über den Jordan schicken können. Okay, mehr scheint es hier nicht zu geben. Wie komme ich hier jetzt wieder weg? Ach so. Okay. Es sieht so aus, als müsste ich irgendwo anders hin.
Ich glaube, mir fehlt ja auch noch das Passwort, also der erste Part des Passworts. Und um den zu bekommen, muss ich ja noch irgendwas hier machen oder noch irgendwas finden. Fragt sich nur was und wo. Hier war ja, glaube ich, lediglich, würde gerade sagen, nur die Hunting Blades. Ups, nicht Pause. Ah, fast. How interesting. Estelle looks as interested in cities as always. Estelle, come on, let's stick together. I'm fine. The buildings are run down, it's overgrown, and this place is seriously built. Und weg like ist Estelle. With all these obstacles in the way, it's pretty tough to go where you want to go. Huh? Estelle! Sorry, I got sidetracked. I thought I just said to stick together. You all need to be more careful. I've never seen anyone get lost so easily. Ja, Estelle ist so ein bisschen wie ein kopfloses Huhn. Mann. It'll be 100 years before you can beat me. So, was haben wir denn sonst? Habe ich irgendwo etwas übersehen, wo man noch hätte ein Passwort holen können? Oder irgendeinen Raum, den wir noch nicht betreten haben? Ach, guck an, hier ist ja auch so ein Ding. Schauen wir doch mal, wo der uns hinbringt. Der ist mir noch überhaupt nicht aufgefallen. Move forward, move left, move right. Okay, gehen wir mal nach links. Oh, okay. Der bringt uns scheinbar nur zurück. Aber habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen oder vergessen? Scheint so, als müsste ich noch irgendetwas finden. Ist hier vielleicht etwas, was ich übersehen habe? Irgendwo muss noch ein Passwort... Ups, jetzt habe ich die magischen Linsen eingesteckt. Die habe ich ja auch schon einmal gefunden gehabt. Gucken wir mal in unseren Items. World Map Monster Book Prison Key. Password Clue. A research note, find a key bookram. The word Thwer is written on it. Okay. Also wir haben 2 und 3. Research the word Sky und Thwer. Sky und Swear, okay. Das heißt, ich brauche noch immer Clue Nummer 1. Aber wo kann ich den finden? Wo kann ich Hinweis Nummer 1 finden? Wo kann ich diesen Hinweis wohl entdecken? Move left, move right. Right ist, glaube ich, nichts, oder? Oh, you're kidding me. Das hat überhaupt nichts gebracht. Der hat mich einfach nur wieder dort abgesetzt, wo ich vorher war. Na, ganz klasse. Nein, du sollst da hoch. Okay. Nun aber... Move left. Irgendwo muss hier noch etwas sein, was ich bisher übersehen habe. Okay, hier ist das eine, der eine. Hier war eine Truhe. Ja, nehmen wir auch mit, da ich ja davon schon welche verbraucht habe. Ist hier wirklich gar nichts mehr? Hier gibt's nichts. Ich laufe hier schon die ganze Zeit mit dem A-Button durch die Gegend, also immer nur auf A-Taste am rumdrücken, um zu gucken, ob hier irgendwo noch ein versteckter Hinweis ist, den ich vielleicht vorher übersehen habe. Aber bisher sieht es nicht danach aus. Hübsche Feder, die da übrigens in der Tinte steckt. Also hier in dem Haus ist schon mal nichts. Wo ist der letzte Hinweis? Da... Irgendwo da oben, oder...
Ich würde jetzt zu gern wissen, ob ich irgendwie in die Häuser, die vorhin verschlossen waren, reinkomme. Ganz, ganz unten war doch ein Haus, welches abgeschlossen war. Ob ich da wohl reinkommen könnte. Auf irgendeine Art und Weise. Au. Und Level Up für Repeat. Und wie viel fehlt mir noch fürs Schwert? Oh, ist immer noch ein bisschen. Ja, man merkt, dieser Skill, der ist schon ein wenig größer. Der braucht wirklich ein bisschen mehr Platz, sag ich mal, oder mehr XP. Okay. Also da wir immer weiter vorangeschritten sind und wir schon Hinweis Nummer 2 und 3 haben, nehme ich an, dass der erste Hinweis eigentlich ganz am Anfang sein müsste. Von daher gehe ich jetzt einfach mal zurück zum Anfang und schau mal, ob wir hier in dem verschlossenen Haus etwas finden können. Oh, Surprise Encounter mit Repeat. Und Repeat lernt auch direkt mal einen neuen Skill. So. Sehr schön. Ja, mit Repeat hat man so seinen Spaß. Okay, gucken wir mal, ob hier jetzt irgendwas ist. Ach, jetzt kommen wir da rein. Vorher war das Ding abgeschlossen. Vorhin kamen wir hier nicht rein. Orange L, schade. Ich habe schon gedacht, jetzt hätten wir den Hinweis. Aha, hier ist der Hinweis. Sehr schön. Dann haben wir ja alle drei zusammen. Falls es nicht noch einen vierten geben sollte. Aber ich glaube, es waren nur drei. Und jetzt ist die Frage, wo muss ich hin damit? Ich schätze mal, in diesen Raum mit der Maschine, welche eben für Yuri noch nicht sonderlich interessant waren. Das heißt also wieder eine riesige Wendeltreppe runterlaufen. Aber wenigstens gibt es da vorne einen Safe Spot, was ja sehr angenehm ist. Level Up für Yuri, sehr schön. Welches Level haben wir jetzt eigentlich? 24. Oh, das ist doch schön. Gut, jetzt muss ich nur überlegen. Oh, wo war dieser Raum nochmal? Ich glaube, war der auf der zweiten Etage? Dort, wo man mit dem... Autsch. Dort, wo man hin musste mit dem ersten Teleporter? Oder war der hier drinnen? Nee, hier war er nicht. Dann war der wohl auf der zweiten Etage. Sprich, wir müssen einmal hoch. Move forward, ja. Klong. Und ich glaube, hier vorne war er auch schon gleich. Guess we can do this. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Na, kommt her hier. Was die Hunting Blades können, das können wir schon lange. Na, schade, kam ich nicht mehr rechtzeitig zum Anvisieren. Ja, dann use mal. Da kamen sie nicht wirklich dazu. Und Level Up für Estelle. Wie viel fehlt mir denn noch für den Skill? Na, es wird immer weniger, aber es ist immer noch ein paar Kämpfe. Ich habe echt gedacht, es würde schneller gehen. Und ich glaube, hier drinnen ist es. Ja, hier ist es. So, das speichern wir doch auch mal das Ganze. Haben ja schließlich einige Monster besiegt und viele Hinweise gesammelt. So, und an dieser Stelle mache ich einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder.